Hallo Leute, hier ist euer Vortex, würde ich jetzt normalerweise sagen, aber nein, das ist ja nicht mehr richtig, denn ich kommentiere heute für den Vortex Clan ein Video von einem Member namens Vortex Multi. Ja, dieser Junge hat echt was drauf, zum Gameplay kommen wir gleich, aber nun erstmal zu mir. Und zwar, mein Name ist Dominik, ich habe nebenbei noch einen YouTube-Channel namens CC Gaming Bros, also CC Gaming Bros. Dort mache ich so Let's Plays, Commentaries, Reviews und Tutorials. Da könnt ihr ja auch mal reinschreiben. Der Link wird dann sicherlich auch mal in der Beschreibung landen. Ja, ich tue heute ein Video kommentieren von dem Multi. Ja, dieser Multi, das ist ein echt krasser Hüpfer. Der haut wirklich verdammt gute Gameplays raus. Und dieses hier ist auf Herrschaft, ist Herrschaft auf Nuketown. Und da spielt er die Drohne, Konterdrohne und den Orbi natürlich dabei. Und er haut hier was echt Krasses raus, Leute. Ich würde mal sagen, lasst euch überraschen, aber macht euch auf ein echt lange Gunstreak bereit. Ja, aber es wäre ja alles nicht so toll, wenn nicht dieser ganze Clan so abgehen würde. Erstmal zu der Geschichte, wie ich zu dem Clan gekommen bin. Und zwar, ich stöberte so ein bisschen in YouTube rum, hab so geguckt nach ein paar Call of Duty Montages und ich weiß auch nicht, nach zig langen Umklicken habe ich dann hier den Vortex-Clan gefunden und ich fand das relativ witzig, weil eigentlich ist ja mein Gamertag jetzt schon seit mehreren Jahren, heiße ich ja Vortex auf allen Online-Foren und hier wie PS4, Xbox und so, heiße ich ja Vortex. Und da habe ich mir gedacht, hey, Vortex-Clan hört sich ja ganz chillig an, ne? Ist ja dein Name so, da guckst du mal rein. Ja, dann gucke ich so, erstes Gameplay, was ich gesehen habe, war hier so ein Foxtronic heißt der, also Vortextronic. Wenn ich jetzt nicht lüge, hoffe ich mal nicht. Und zwar, er meinte ja, gut, Servus Leute, hier Live-Commentary. Und hat er einfach mal so ein 27-0, so mal ganz locker flockig, kommt in ein Spiel rein, haut ein 27-0 raus. So, ja, schade, diesmal nichts mit Nuklear. Weißt du, die Jungs, die sind echt krasse, das sind echt krasse Hüpfer, wirklich. Die hauen ein gutes Gameplay nach dem anderen raus. Und das Schöne ist, das sind so Videos, da kann man echt mal staunen. Hier wie zum Beispiel, da kann ich auch mal drauf hinweisen, das ist der Vortex Pain. Der Junge hier, MW3, gute alten Zeiten, ACR mit dem Paket und was macht er? Haut einfach mal 150 Sekunden Moab raus. Ich meine, das sagt doch schon alles über den Clan. Ja, der Vortex Clan hat momentan 130 oder 132 Abonnenten, was ich ganz ehrlich gesagt für die Leistung, was die Jungs hier rausknüppeln, finde ich das echt zu wenig, weil die geben sich echt Mühe mit ihren Videos und die hauen so verdammt gute Gameplays raus. Das ist ja nicht so, dass sie die ganze Zeit schwer drauf hinarbeiten, sondern die klatschen das einfach so aus den Ärmeln. Also ich weiß nicht, wie die Jungs das machen, aber echt Respekt an euch nochmal. Ja, und ich bin jetzt so hier Gastkommentator, weil ich habe die Leute mal angefragt, hey, wie sieht's denn aus, ihr macht krasse Gameplays, kann ich mal für euch kommentieren? Und so sozial wie die Leute sind, haben die natürlich gesagt, ja klar, kannst du mal machen. Mach einfach mal einen Commentary, wir schauen uns das Ganze dann mal an und sagen mal die Meinung drüber. Ja, gesagt, getan, beziehungsweise mache ich gerade. Und ich wurde gebeten, noch einen Aufruf zu machen. Und zwar der Aufruf, der geht für alle PC-Spieler da draußen, die sich dieses Video jetzt anschauen. Oder am besten Leute, wenn ihr PC-Spieler kennt, dann tu die gleich mal irgendwie auf das Video aufmerksam machen. Schick denen mal einen Link oder so. Wir suchen unbedingt noch Member für den PC. Entschuldigung. Also, wir suchen Member für den PC. Wir haben da nicht wirklich hohe Anforderungen. Außer ihr solltet gechillte Zocker sein, das ist ja klar. Jeder will mit jedem gut auskommen. Deutsch, Österreich, Schweiz ist eigentlich egal. Ihr solltet halt nur der deutschen Sprache mächtig sein, einigermaßen. Dann eine 1,3er KD. Für die Leute, die über KDs rausreißen und mit sagen, was ist denn das für ein Bobby-Clan? Stimmt nicht. Wir haben das jetzt nur für PC gemacht, weil wir echt Not am Mann haben. Was dann natürlich auch wichtig wäre, ist, dass ihr Möglichkeiten habt, Gameplays rauszuhauen und die auch zu kommentieren. Also am besten schon Headset vorhanden und so, ne, dass ihr da mal auch was raushauen könnt. Weil der Clan sucht aktive Member, die auch in YouTube tätig sind, sprich da auch auf YouTube was raushauen. Weil der Clan, der will einfach mal den Leuten zeigen, wie man richtig COD zockt und das machen die definitiv. Wie hier der Multi, der zerstört die Leute ja auf eine feinste Art und Weise. Also wirklich Respekt nochmal an euch. Ja, aber auf jeden Fall, PC-Member werden gesucht. Da wendet ihr euch am besten gleich an den Clan-Account on YouTube. Oder
Ihr meldet euch, da guckt ihr mal auf den Clan, sucht ihr mal ein bisschen rum und da gibt es einen Jungen, der heißt Vortex Style X3. Der hat da seinen Channel mit für markiert. Den könnt ihr auch mal anschreiben, denn der ist nämlich der Leader von dem PC-Clan. Und ja, der Vortex-Clan ist eigentlich auch auf der PS3 vertreten, da könnt ihr auch mal anfragen, da weiß ich aber nicht gerade, wie es da aussieht, da will ich jetzt auch keinen Mist erzählen. Ja, nochmal so kurze Nebeninfo für den Clan. Der Clan, der hat jetzt momentan 19 Member und wurde letztes Jahr 2013 erstellt. Die haben schon ordentlich viele Videos rausgehauen auf YouTube, wie gesagt, 130 Abonnenten. Ja, und dann nochmal zu alle Zuschauer, die irgendwie wegen mir da sind, nur mal kurz so nebenbei. Bei mir gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer jetzt die nächsten paar Tage wird ein Outlast Gameplay rauskommen, beziehungsweise Let's Play mit Facecam natürlich. Da könnt ihr natürlich auch mal bei mir vorbeischauen, alle die jetzt über den Vortex Clan da irgendwie auf das Video hier stoßen. Dann Nebeninfo für alle meine Abonnenten wieder. Der Joker, ja, mein Mitkollege ist zurzeit in Malle und lässt da richtig die Sau raus. Beziehungsweise wir haben Dienstag und morgen am Mittwoch macht er einen Abflug und wird er den Mallorcanern mal beibringen, wie man richtig säuft. Denke ich zumindest mal. Jetzt nochmal wieder zurück zum Gameplay. Ich springe mal ein bisschen durcheinander. Und zwar beim Gameplay gibt es wieder was Schönes zu sagen. Dieser Junge habt ihr ja schon gesehen, der Multi, der spielt mit der AN-Schalldämpfer und schafft, soweit ich das richtig gesehen habe. Ich müsste jetzt auch nochmal gerade hier einen Blick hinwerfen. Erkenne ich jetzt aber gerade nichts. Ne, auf jeden Fall Schalldämpfer schafft hat er dabei. Dann das C4 am Start. Drohne, Konterdrohne, Orbi. Das habe ich aber, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Ja, und jetzt seht ihr, ein unaufhaltsam nach dem anderen, weil der Junge ist halt wirklich unaufhaltsam. Der kennt nichts, der zerstört die Leute. Der macht die zu Asche, wirklich. Ohne Witz, das ist ein richtig kritischer Hase. Aber na gut. Ja. Wie gesagt, Leute, ich bitte euch drum, gebt diesem Clan das, was sie verdienen. Die Jungs haben echt was auf dem Kasten, haut ein Abo raus, gebt nochmal ein Like auf das Video, kommentiert mal, wie ihr das findet. Und haut auf jeden Fall mal, weil ihr macht jetzt auch mal ein bisschen, ihr müsst mich jetzt sozusagen pushen. Wie findet ihr mich als Kommentator? Bewertet das einfach mal. Und ja, vielleicht kann ich dann mal für die Jungs hier öfters ein paar Commentaries raushauen. Und dann sehen wir wahrscheinlich uns noch öfters auf dem Channel. Aber ja, genießt den Rest vom Gameplay, ist ja eh nicht mehr viel. Das war's von mir, euren CC Gaming Bros, beziehungsweise Vortex. Also, bis zum nächsten Video, Leute, und viel Spaß beim YouTuben.